Die Personalsituation beim FC Bayern entspannt sich immer weiter. Auch Kapitän Manuel Neuer hat die Quarantäne verlassen. Der Torwart trainierte am Montag individuell an der Sebener Straße. Damit ist auch sein Einsatz am Samstag beim Spiel der Münchner beim 1. FC Köln sehr wahrscheinlich. Neuer war nach seinem Winterurlaub auf den Malediven positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste sich daraufhin isolieren. Bei der 1:2-Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach stand Sven Ulreich im Tor des Rekordmeisters. Kathleen Krüger, die Teammanagerin des FC Bayern, stand zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach wieder an der Seitenlinie. Und das, obwohl sie Anfang der Woche einen positiven Corona-Test hatte. Nach Sport1-Information stellte sich im Verlauf der Woche heraus, die 36-Jährige hatte ein falsches Positivergebnis und musste deswegen nicht in häusliche Isolation. Die ehemalige Spielerin des FC Bayern hatte seit dem vergangenen Mai aufgrund ihrer Schwangerschaft ihre Aufgabe bei den Münchnern abgegeben. Bei der Auftaktniederlage gegen Gladbach feierte sie ihr Comeback auf der Bayernbank. Toni Kroos strebt zum Ende seiner Fußballerlaufbahn keinen Wechsel mehr an und will stattdessen seine Karriere beim spanischen Rekordmeister Real Madrid beenden. Ich habe klar kommuniziert, dass ich hier meine Karriere beenden werde. Das wird auch passieren. Wann das genau sein wird, kann ich noch nicht sagen. Ob das 2023 ist oder ein, zwei Jahre später, das weiß ich nicht, sagte der 32-Jährige bei Sky Sport News. Er habe mittlerweile mit Real Madrid eine unfassbare Beziehung, die er nie durch weiteres Pokern aufs Spiel setzen würde. Beide Seiten werden sich da keinen großen Stress machen. Ich habe noch 1,5 Jahre Vertrag, es läuft aktuell hervorragend, ich werde an nichts anderes denken. So Kroos weiter. Mit den Königlichen gewann Kroos bislang 3-mal die Champions League und 2-mal die spanische Meisterschaft. Die deutschen Handballer werden wohl die komplette EM-Vorrunde ohne den angeschlagenen Jannik Kohlbacher absolvieren. Der Kreisläufer von den Rhein-Neckar-Löwen kuriert derzeit eine Adduktorenverletzung aus und wird am Mittwoch nicht mit der deutschen Mannschaft nach Bratislava reisen. Wir gehen momentan davon aus, dass wir in den ersten 3 Spielen nicht auf Kohli zurückgreifen können, sagte DHB-Co-Trainer Erik Wuttke bei einem Medientermin am Montag. In der ersten Turnierphase trifft die deutsche Mannschaft am Freitag zunächst auf Belarus. Weitere Gegner sind Österreich und Polen.